Guten Abend, ich bin der Dieter Theodor aus dem Süden Deutschlands. Bin unterwegs nach Prag und mache gerade einen Zwischenstopp beim Thorsten. Und ich zeige ihm etwas, wo ich 2015, Anfang März, das erste Mal für mich erkannt habe. Hier haben wir den kleinsten Motor der Welt. Im Nachhinein hat mir jemand gesagt, du, das existiert schon. Hier habe ich eine Rechtsdrehung. Rechtsdrehung von oben gesehen, es dreht rechts. Mhm. Und zwar ganz normal. Der Strom, die Elektronenfluss ist von Minus nach Plus. Bei Minus ist mehr Elektronenpotenzial, ist eigentlich die Energie. Und bei Plus ist weniger, das saugt, Minus gibt. Und wenn der Elektronenfluss jetzt hier runter geht, durch den Draht, der Schraube und der Magnet drin, der die Schraube nach oben zieht, und hier der Kontakt, haben wir einen Kurzschluss und die Elektronen fließen rauf und hier rein. Und dann haben wir rechtsdrehendes Feld. Sehen wir? Egal, ob ich es rechts oder links hinhalte, es dreht rechts. Soweit, so gut. Und jetzt das nächste. Gleicher Versuch. Magnet, Schraube. Jetzt haben wir ein Problem. Das dreht andersrum. Es dreht andersrum und hier geht es langsamer, hier geht es schneller. Hä? Jetzt hat sich da oben reingehängt. Nochmal. Hier schneller und hier langsamer. Und hier langsamer. Die elektrischen Gesetze sind die gleiche wie die Strömungslehre von Flüssigkeiten. Also die physikalischen Gesetze. Das ist ganz spannend. Es ist alles eins. Also auch wieder rechts oder links spielt keine Rolle, es dreht jeweils immer links rum. Aber das eine mal langsamer, warum? Das andere mal schneller. Ja. Warum im Gegensatz zum anderen? Rechts und links. Ganz einfach, hier habe ich den Nordpol nach oben. Nordpol ist rechtsdrehend, unterstützt das Ganze, aufgrund dessen dreht es da schneller. Und hier haben wir den Südpol nach oben. Der Südpol nach oben ist linksdrehend. Die magnetische Kraft ist dominant von dem Spiralfeld, wo der Magnet ausbildet, entgegen dem Elektronenflussfeld, das entgegenwirkt, ist es reduziert und damit dreht es langsamer. Also vorher hast du praktisch beide mal dieselben Drehrichtungen vom Fluss dieser Elektronen der Batterie und dem Magneten. Ja. Deshalb fällt es da nicht ganz so sehr auf. Mhm. Also theoretisch müsste da trotzdem in die eine Richtung ein ganz kleines bisschen schneller gehen als in die andere, aber nur theoretisch, das sieht man in der Praxis ganz, ganz schlecht. Sieht man aber erst richtig, wenn man den Magneten umdreht und dann die Felder hier gegeneinander arbeiten müssen. Weil, und dann dominiert das magnetische Feld im Gegensatz zum elektrischen. Ja. Und deshalb bestimmt es dann die Drehrichtung. Ah, ja, genau. Das ist ja krass. Und das war, wo ich den Anfang März das experimentiert habe. Ich bin morgens ein Bild gekommen. Okay, Magnetfeld, rechts drehen, Nordpol rechts drehen nach oben. Südpol linksdrehend nach unten. Gravitativ ist der Südpol linksdrehend abbauend und levitativ aufbauend ist der Nordpol rechtsdrehend nach oben. Da habe ich hier auch eine Zeichnung gemacht, wo das insgesamt dargestellt wird. Ja. Levitation, Gravitation, Aufbau, Zerfall. Das spiegelt sich überall wieder. Beim Zellstoffwechsel, wir sind eine schwingende Erde-Wassermischung über dem Boden. Unsere Erde wird gespeist vom Universalpotentialfeld, von der Ursonne. Die Ursonne speist unsere Sonne und unsere Sonne speist unsere Erde und unsere Erde speist uns. Jetzt mit dem Magnetfeld mit dem Elektronenpotenzial. Entschuldigung mal ganz kurz, Dieter, weil wir hier auf dem Segel- und Bob-Kanal sind. Die Darstellung der Erde ist jetzt ein Modell. Das ist ein Modell. Ein Modell, gut. Mehr muss man hier erstmal nicht sagen. Ja, gut. Wir machen nicht auf Scheibe, Okay. Okay, es ist ein Modell. Nach meiner Wahrnehmung kann es nur rund sein, gedellt rund. Kann es nur sein, weil die kleinste Oberfläche ist eine Kugel. Und wir sind freischwingend im Raum. Und da ist eine Kugel ideal. So wie unsere Zelle auch eine Kugel ist. Und ich eigentlich die Zelle, die Zellmembran,
ist Gehirn der Zelle. Die steuert den Stoffwechsel. Was rein und raus geht, wird durch eine magnetische Förderschnecke gesteuert. Mhm. Da haben zwei Forscher, Peter Legree und McKinnon, haben einen Nobelpreis 2003 bekommen. Die haben festgestellt, dass der Zellstoffwechsel eine magnetische Förderschnecke ist. Es ist keine Kalium-Natrium-Pumpe, das ist der elektrische Ansatz, wo auch irgendwie stimmig ist, aber der magnetische ist dominant. Haben wir hier gesehen. Ja, das ist wirklich der Beweis. Der dritte Hammer, Zellstoffwechsel, also sprich Konfliktphase, sprich Krebsentstehung, Verpilzung der Zelle, ist für mich alles nachvollziehbar. Mhm, mit diesem. Und wir haben gerade vorher mal längere Zeit gesprochen, das überschneidet jetzt den Rahmen. Das ja, können wir mal einen Vortrag machen, können wir mal einen Workshop machen hier, gerne. Oh ja. Von mir aus auch gerne an der Uni, ja. Wenn jemand offen ist. Ja, also Comments drunter schreiben, wer Interesse hat. Ja. Dieter ist bereit. Gerne. Um das noch kurz darzustellen, wie ich sage, kann Krebs eine Verpilzung, nur ein Zellstoffwechselproblem. Wie gesagt, ist recht komplex. Wichtig ist, dass wir die Natur verstehen. Wenn wir die Natur verstanden haben, dann können wir alles verstehen. Und dann können wir auch die freie Energie, wie wir heute Mittag jetzt gesprochen haben, können wir auch nachvollziehen und eventuell reproduzieren. Und zwar nicht mit Magnetmotoren, nicht mit diesem oder jenem, sondern rein natürlich. Wie die Pflanze die Energie von der Sonne, von der Erde erhält und wächst. Und wie wir durch die Einnahme der Pflanze unsere Elektronegativität erhöhen, als auch, wenn wir durch den Wald durchgehen, die Bäume holen die Elektronegativität aus der Erde und verteilen sie über die Blätter nach außen ab. Wir sind elektronenmagnetische Wesen und der Sauerstoff, der ist gar nicht so arg relevant, wie wir meinen. Ah, da sind wir beim Atmen-Thema. Dann sind wir wieder bei den Russen. CO2 ist sehr wichtig für uns. Mhm. Das ist also, mach mal die Atmung, Atemzyklus ziemlich reduzieren. Wir atmen oft oberflächlich und schnell, das mindert unsere Lebenszeit. Eine Schildkröte atmet, hat einen Atempuls von einer Minute. Die werden recht alt. Die haben auch das Bewusstsein, das Gemüt dafür. Ne? Und wir rennen im Hamsterrad und machen uns verrückt. Ja. Und wo ich jetzt, ich erwähne es mal kurz, und zwar rechtsdrehend aufbauend, ist lebensbejahend und das macht die Zellmembran. Das Zellmembran ist kristalline, dichte Haut, Kugel, Kristallkugel, wo innen die Zelle funktioniert, mit Mitochondrien und so weiter. Und der Zelldurchlass, das ist eine magnetische Förderschnecke. Wie eine stehende Repulsine, wo die Materie durchgeht. Und innerhalb der Zelle werden die Lebensmittel, lebensvermittelnde Stoffe, also die in der elektronenreiche Stoffe, werden über Mikrotubuli in die Mitochondrien reintransportiert. Die Mikrotubuli ist wie eine schwingende Repulsine, wo wie eine Rakete, wie ein Boot, Schlepboot, die Nahrung reintransportiert, rechtsdrehend rein, linksdrehend raus. Mhm. In den Mitochondrien ist bei Krebszellen kein Magnesium mehr. Darum ist Magnesium enorm bedeutend fürs Blut. Das ist ein Zusammenhang. Ah, jetzt sind wir wieder bei Magnesium und Magnetismus. Das klingt ja auch vom Wort sehr ähnlich schon mal. Ne? Und die Levitation, schon Felix Ehrenhaft, ein ganz bekannter Arzt, Uni Wien, hat es auch schon erfasst, dass Chlorophyll in Schraubenlinien dem Licht entgegengeht. Chlorophyll ist levitativ und Eisen ist gravitativ. Eisen zieht uns gravitativ zur Erde hin oder drückt uns hin. Warum haben die Frauen oft Eisenmangel? Wir sagen, aufgrund von der Periode, ja, weil sie Blut abgeben, fällt ihnen Eisen. Na, die dürfen mehr gravitativ werden. Die Frauen sind die Gebärenden. Und die Frauen dürfen mehr Eisen in sich aufnehmen und das Magnesium bei ihnen ein bisschen reduzieren. Und wir Männer dürfen eher das Magnesium erhöhen und das Eisen reduzieren. Also es ist spannend. Vom Bewusstsein her, unser Körper, unser Milieu, schaffen wir unser Feld, wo uns darstellt als schwingende Erde-Wasser-Mischung, schaffen wir durch unser Bewusstsein. Und drum auch in der Lebenskraft sein, levitativ, sauber ordnen die Zelle, dann passiert nichts. Ganz interessant, ich habe angefangen mit Sprossen zu züchten im Winter, dass ich mich wirklich naturnah ernähre, ja,
Und dann habe ich immer die Verkeimung gehabt, gerade bei Kresse und so weiter. Mhm. Enorme Verpilzung, wenn man es halt laufend gespült hat. Und dann habe ich gedacht, okay, Pyramide, das hat ein sehr gute Feld innerhalb der Pyramide, mit einem goldenen Schnitt aufgebaut ist. Pyramide genommen. Ah, aus welchem Material hast du die gemacht? Einfach aus Kupfer. Aus Kupfer. Gegeben, ja, okay. Bei Berlin. Mhm. Habe das dann gemacht und dann war die Verpilzung schon wesentlich schwächer. Und dann habe ich gewusst, Nordpol, ich aktiviere, das habe ich an meiner Schwingfelsregenerationsplatte, habe ich das auch mit integriert. Nordpol ist rechtsdrehend aufbauend, levitativ. Südpol ist linksdrehend, saugend, gravitativ. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt unter die Smoothie-Probe, ich habe Smoothie organisches Material genommen, Smoothie, habe das in die Pyramide rein und ein Nordpolmagnet, dann müsste die Zelle dicht bleiben, es dürfte keine Verkeimung, keine Verpilzung innerhalb der Zelle stattfinden. Mhm. Und dann dehydriert es und mumifiziert. Wieso mehr Fleisch in der Pyramide mumifiziert? Also wenn du einen Nordpol nach oben in der Pyramide tust, dann mumifiziert das, was in der Pyramide ist. Okay? Wenn wir keinen Elektrosmog haben, dann ist die Pyramide alleine schon relativ stark. Aber durch einen viel Elektrosmog haben wir eh schon Chaos. Dann ist gut, noch ein Magnetfeld mit aufzubauen. Mhm. Da gab es einen, der Orga-Urkult, der hat das auch erkannt. Okay. Ich kann das jetzt nachvollziehen und kann das so... Also passt alles, ja, jetzt alles verbindet sich alles. Gut, dann habe ich als Smoothie-Probe einmal in die Pyramide rein mit Nordpol unten hin und einmal neben dran mit Südpol unten hin ohne Pyramide. Das ist Nordpol, das ist dehydriert, das also ist Ober- und Unterseite jeweils gleich, da ist also kein Unterschied. Ah, hier ist es. Okay. Hm? Aha, ja. Und das ist der Südpol, das ist verpilzt. Ach, da schau her. Also scheint es hier viel feuchter gewesen zu sein, oder? Nein, die Feuchtigkeit ist eine andere Sache. Wir haben, hier bleibt die Zelle kontinuierlich dicht. Ach, das heißt. Das ist immer aufgebaut, die Zellmembran ist kohärent aufgebaut, levitativ, eine saubere Struktur. Und ein Konflikt nach Hermer, wo man am Gehirn sieht, durch die Wirbelfelder, durch die Schießscheiben, kann man schon nachvollziehen, wo der Krebs entstanden ist, in welchem Organ, ungefähr wann. Das ist alles nachvollziehbar. Mhm. Wir haben die ganze Wissen, haben alles da, wenn wir die Natur wieder integrieren. Mhm. Jetzt können wir an die Ursachenforschung rangehen. Und jetzt eins weiter. Zu Atlantis-Zeiten hat man gewusst, die Menschen, die sehr bewusst waren, die haben den Tod überwunden. Und wenn ich den Tod überwunden habe, gehe ich aus dem Körper raus und habe den Körper weiterhin bewusst in meiner Präsenz. Und dementsprechend auch die Zellen, die Körperzellen. Und die Zellen bleiben weiterhin kohärent dicht und der Körper mumifiziert. Es findet keine Verpilzung statt. Heißt es, du kannst dann einfach mit deinem Geist aus dem Körper rausfahren, deinen Körper irgendwo zwischenlagern, bunkern sozusagen und irgendwann, wenn es dir wieder passt... Nicht bunkern. Der Körper ist Materie. Ich gehe raus mit meiner Seele und bin weiterhin mit dem Körper noch verbunden, weil ich habe den Tod überwunden. Ich weiß, das ist nur Illusion. Okay. Ja, und dann dehydriert der Körper. Der Körper, den war ich nicht mehr beseelen. Ja, den brauchst du ja nicht mehr, ne? Nein, aber es ist ein Nachweis. Da haben wir auch die Dolmen im Osten, haben wir den Dolmen eingerichtet, die Steingräber. Mhm. Einer, der sehr bewusst war, hat gesagt, okay, ich gehe jetzt aus dem Körper raus. Ich bin in die Dolme reingegangen. Das haben wir zugeschoben mit Steine. Der kam nicht mehr raus, hat sich aus dem Körper raus meditiert. Ah. Danach hat man geschaut, ist der Körper verwest oder mumifiziert. Wenn er mumifiziert ist, dann war er sehr hochbewusst. Aha. Und dann waren die Zellen weiterhin dicht, es kam keine Verpilzung. Russische Forscherin Lebedeva hat auch erkannt, Krebs ist nur eine Verpilzung. Nur ein Stoffwechselproblem. Ich habe es ja gesagt, gerade mit Kohlenhydrate, Fettstoffwechsel, was sie da auf der Reihe gebracht haben mit der Wasserölemulsion, wo ich zum Beispiel volle Lichtenergie von dem Öl in die Körperzellen reinbringe. Mhm. Und zwar rein pflanzlich, nicht mehr wie Johanna Budwig, Lionel Quark. Das ist, wie wir wissen, auch nicht mehr so wie früher. Zu Johanna Budwig, weil sich die Milch geändert hat. Die Milch wird pasteurisiert, die tierische Fette, Eiweiße verfallen in Nanopartikel, die Zellmembran ist unkohärent, sprich gravitativ, ist nicht mehr sauber dicht, Stoffwechsel auch nicht sauber funktionieren und dann gehen die Nanopartikel rein in die Zelle und verpilzen. Und da hast du dir eine andere Möglichkeit ausgedacht, um das trotzdem rein möglich zu machen. Okay. Rein pflanzlich. Aber es ist natürlich wichtig, dass jeder Mensch auch erkennt, warum will ich nicht mehr leben. Der Krebs ist selber
ins Leben gezogen, in meine körperliche Ebene, um zu erkennen, dass ich was wandeln darf. Wo bin ich krank? Welcher Konflikt war es? Hammer, neue Denken, neue Medizin, absolut nachvollziehbar. Ich darf die Blockade, warum ich nicht mehr leben möchte, lösen. Und das habe ich jetzt durch mich erkannt. Ich habe mal Maschinenbau studiert, war im technischen Bereich, aber nicht so naturgemäß, eher auf Geld orientiert. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber ich habe die Körperenergie, die Lebensenergie relativ gut erfassen können. Und wir haben ja gerade gesprochen über die Implosionsstoffzelle, wo ich mal auf molekularer, atomarer Ebene ein Konverter auf den Weg gebracht werden kann, um die Kraft von Mutter Erde, die den Leverzahn durch den Asphalt durchwachsen lässt, zu wandeln in Strom. Aber diese Energie, die eine Pflanze praktisch entwickelt, um diesen Asphalt zum Durchbrechen zu bringen, da hast du Ideen dazu, das als eine Zelle zu bauen, dass wir das kopieren können. So wie es Tesla gehabt haben soll mit dem Turm, weil pro Meter von der Erde weg haben wir 100 Volt am Südpol, 200 Volt am Nordpol. Am Nordpol haben wir mehr levitative Kraft, am Südpol weniger. Aufgrund dessen sage ich auch, der Nordpol und der Südpol, Südpol ist auch Nordpol, aber weniger Nordpol. Erde nur in sich als geschlossenes System. Da haben wir schon ein Polar, ein Feld. Wenn man es gesamt sieht, wenn man es komplett gesamt sieht. Aber wir waren überlagert vom Torusfeld der Erde, als auch von unserer Sonne, als auch von der Zentralsonne. Das ist ein Mischmasch. Und das resoniert alles miteinander. Und dann dementsprechend baut sich was auf. Die Erde ist nur gerade eine andere Konstellation. Aufgrund dessen sagen wir Polwechsel. Wir haben nach meinem Dafürhalten keinen Polwechsel, sondern einfach eine andere Lage, eine andere Position der Erde im Kreislauf der ganzen planetaren Systeme. Wie wenn es eiert oder ab und zu mal da die Richtung. Ich will da nicht so reingehen. Okay, das sind so meine Bilder, wo ich so erhalten habe und wo ich jetzt... Ja, die sind wichtig. Ja, aber ein ganz, ganz tolles Bild, wäre schön, wenn wir es noch zeigen könnten, und zwar das mit der Levitation. Ne, dieses erste Ding mit der Batterie und dass Magneten doch schon einen Unterschied machen, ob man die mit Nord oder Süd an irgendwas ranhängt, das haben wir jetzt mitbekommen. Das hier haben wir jetzt auch nochmal so im Hinterkopf. Und das, was jetzt hoffentlich gleich nochmal funktioniert. Das funktioniert schon. Sehr schön. Kommt auf unser Bewusstsein drauf. Ja, okay. Das spielt eigentlich auch eine Rolle, aber das wäre zu arg, wenn wir da jetzt zu arg tiefer gehen. Ich zeige jetzt, im März 2015 habe ich mir Gedanken gemacht, wie das alles zusammenhängt. Habe gerade das auf drei bekommen, rumexperimentiert, wie ich schon gesagt habe, wo ich das andere gezeigt habe, haben die gesagt, das existiert schon länger im Internet. Ja, und am nächsten Morgen, wo ich mir da Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, okay, rechtsrend aufbauend, jetzt machst du einfach an meiner Schwingplatte, wo ich da habe ein kleines Modell hier und mit dem kann ich eine Kreisschwingung machen. Und dann schwingt ein Magnet in einer Röhre. Und wenn der schwingt, dann schauen wir mal, was passiert. Ich lasse das Gerät jetzt schwingen. Ja, einfach ein Rüttler. Und hier ist jetzt ein Magnet drin. Ein Magnet. Und unten ist auch noch ein Magnet. Hier ist ein Magnet drin und hier, das ist ein Magnet. Der untere Magnet und oben dran, die spielen keine Rolle. Okay. Das funktioniert auch ohne die Magnete, aber ich muss den jetzt in den Schwebezustand bringen, damit er sich in der Schwingung reinversetzt und in der Drehung, um die levitative Kraft von der Mutter Erde zu nutzen. Und dann wird er nach oben gezogen. Und wenn ich jetzt gerade Nordpol, ist rechtsdrehend aufbauend. Und wenn ich rechtsdrehend aufbauend habe, ihr habt rechtsdrehend aufbauend. Und das zweimal. Zweimal rechtsdrehend aufbauend, gegeneinander, Abstoßung. Also einmal ist rechtsdrehend aufbauend das Magnetfeld der Erde, was jetzt von unten kommt. Von unten was oben. Immer da ist. Ja, was immer da ist. Ja, okay. Und da, dementsprechend setzt du einen anderen Magneten mit Nordpol nach unten da drauf. Also es Nord und Nord. Genau, dann ist das normal abgestoßen worden. Okay. So habe ich es gemacht, experimentiert. Und jetzt schauen wir, was passiert. Ich bin gespannt, wie weit der Magnet. Wir haben jetzt ein Problem. Jetzt zieht es ja nach unten. Ja, warum denn das? Da habe ich weit lang rumgemacht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, wie Viktor Schaubahn schon gesagt hat, schaut es aus 180 Grad verdreht an. Okay.
dann habe ich das jetzt so gemacht. Also wenn die untere und obere Magnete von der Röhre oder die Röhre abschließen, die spielen keine Rolle. Maßgebend ist jetzt die Schwingung. Ja, da hat er jetzt schon überhaupt keinen Bezug mehr zu der Magnetkraft hier unten mit dem. Also da spielt das wirklich keine Rolle mehr. Das heißt, der schwingt jetzt wirklich auf dem Magnetfeld der Erde, kann man sagen. Der eiert jetzt auf dem Magnetfeld der Erde rum und steigt immer höher, nur weil der in dieser Vibration... Wobei wir den Nordpol nach oben haben. Also ich konnte 80 Grad verdreht und zwar, er wird nach oben gezogen. Er wird nicht von der Erde weggedrückt, sondern nach oben gezogen. Ah, okay, das, was wir zuerst besprochen haben, das hat ja nicht funktioniert mit Nordpol gegen Nordpol. Jetzt ist Südpol nach unten sozusagen. Ja. Und der Nordpol von unten ist eigentlich, aber trotzdem steigt's. Ja, klar. Und es steigt, das steigt bis ganz auf. Steigt bis ganz auf, ja. Und jetzt fällt's wieder runter. Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen runter, ein bisschen weggebracht, aber ich gehe nochmal ganz hoch. Und dann habe ich das. Haha. Und hier kann ich jetzt nachvollziehen, wie wir als schwingende Erde Wassermischung über dem Boden schweben. Das können wir also von der einzelnen Zelle sehen, vom Zellstoffwechsel, überall alles ist eins. Hier habe ich jetzt ein Modell, da habe ich zweimal gravitativ und einmal levitativ. Das ist der Zerfall. Wenn man von Stick. Hier kommt der Traum. Alles zusammen. Genau. Und wenn ich jetzt in der positiven Kraft bin, dann stellt sich mein Körper als schwingende Erde Wassermischung über dem Boden da, wie die Erde. So schwingen unsere Teile über der Erde, macht uns das Bewusstsein. Und so. Ist alles lebendig, ist alles in Bewegung. Das ist Hammer. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Jawohl. Ist alles lebendig. Und da habe ich festgestellt, weil unser Bewusstsein arbeitet damit. Das, was wir denken, das finden Sie hier wieder. Also du meinst jetzt auch mit seinen Gedanken kann man jetzt Einfluss auf dieses Steigerverhalten der Magnete nehmen? Die ersten anderthalb Jahre habe ich immer den Versuch, so wie ich es erklärt habe, so wie ich es entdeckt habe, hat es immer funktioniert. Dann habe ich in Graz in Österreich einen Versuch gemacht oder Demonstration, einen Vortrag. Dann habe ich gerade andersrum, hat es funktioniert. Es war eine alte Industriehalle drin. Da bin ich selber in Schleudern gekommen. Und seitdem habe ich entdeckt, das was ich denke, ich kann inzwischen, wenn ich alleine bin oder mit Leuten, die das auch in dem Feld drin sind, können wir die Magneten mit unseren Gedanken rauf und runter laufen lassen. Also das ist spannend, da könnte ich also beinahe verrückt werden. Und da ist mir vollkommen klar geworden, was der John Wheeler, amerikanischer Physiker, dann Biophysiker und am Schluss als Mystiker aktiv gewesen, der hat erkannt, mit unseren Gedanken versklaven wir die Elektronen. Den Spin oder rechts oder links drehen, machen wir mit unseren Gedanken. Wir Menschen haben Bewusstsein. Wir haben darauf Eingriff. Wir können materialisieren. Wir schaffen alles. Die Tiere funktionieren rein instinktiv. Die kriegen die Energie der Erde. Darum haben die auch kaum einen Krebs. Die in der Natur leben und instinktiv unterwegs sind. Die inzwischen, die Haustiere, wo viel Zucker und so weiter bekommen, die haben auch ihre Themen. Und die sich an uns anpassen, mit unseren Gedanken. Die ziehen ja auch unsere Felder mit rein. Ja. Ja, wenn ich in der Natur draußen bin, wenn ich mich gerade, ich habe mir zwei, es geht, ich will nicht zu arg ausholen, aber ich bin oft im Wald, wo ich hinliege, in Sonne. Da habe ich mal Smoothie-Proben genommen vom Frühjahr weg und so weiter und auch echt einfach auch gute Gedanken gehabt, dann ist ein Hase zu mir hergekommen. Ich habe einen Platz gefunden im Wald, bei uns in Kempten, wo ich wohne, im Allgäu, Kempterner Wald, habe ich gedacht, ich will mal irgendwo einen Platz haben, wo ich in Sonne ist, wo ich meine Ruhe habe, wo ich mich nackt hinlegen kann. Nackt lagst du dort? Ja klar, nein, da bin ich erstmal, das war 2015, habe ich Lichtung gesehen, komme näher, Gras, wunderbar, steht der Reh auf und geht weg. Auf dem Platz gehe ich hin und liege immer hin. Und das war 2016 im September, liege auch wieder dran, noch raschelt's.
schaue ich so hin, habe gerade Buch gelesen, kommt ein Hase her. Ein Feldhase. Dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt kann ich ihn streicheln. Nimm meine Hand, will ihn anlangen, dreht er sich um. Er ist nicht erschrocken, dreht sich um, wackelt mit dem Bürstel hinten und lauft ganz langsam weg. So eine Begegnung, weil wenn du voll im Feld schwingst, weißt du, voll mit Natur im Einklang. Anastasia. Unbezahlbar sowas. Also ich echt solche Sachen, solche Momente. Mhm. Genauso auch Tiere. Wenn ich Angst habe vor den Hunden, dann habe ich immer ein Problem mit Hunden, die nehmen es wahr. Jegliche Angst will geheilt werden. Da haben wir auch gesprochen, wie ich Umfaller bin und so weiter. Ich wirklich Ängste, wo in uns drin sind, die möchten geheilt werden. Wenn ich vollkommen zutraue gegen die Liebe, ja, dann habe ich auch kaum einen Konflikt, wo mich dementsprechend wurde der Selbststoffwechsel auch blockiert, wo mich zum Zerfall bringt. Drum, liebe Leute, immer gut drauf sein, aber nicht nur, alles ist gut, nein, sondern von tief innen absolutes Zutrauen haben. Genau, wissen, warum alles gut ist. Alles ist gut, alles ist Liebe. Was ich noch mitgeben möchte, und zwar, wir sind in Dualität, wir sind momentan noch extrem in der Dualität. Wir dürfen in die Polarität gehen. Die Dualität ist drinnen. Wir haben heute uns schon ausgetauscht. Es war nötig gewesen, ne? Elektrisch. Und die Polarität ist magnetisch. Die ist links und rechts drehend, und zwar die Einheit in der Verschiedenheit. Polarität, ja, wo ich die Levitation untersucht habe, habe ich die Gravitation außer Acht gelassen. Da bin ich schleudern gekommen. Die Gravitation gehört auch dazu. Es ist ein Geben und Nehmen. Torusfeld, das, was ich gebe, das erhalte ich wieder. Mhm. Und damit ich als Körper frei schwinge im Raum, ja, und ich werde auf die Erde gedrückt, dann brauche ich von der Energie der Erde, wo mich stabilisiert über die Erde schweben lässt. Wie wir es in der Röhre gesehen haben. Und das ist wichtig, das ist die levitative Kraft, wo das Torusfeld von unten südpolmäßig impft und dementsprechend zum Tragen bringt. Atomkernspaltung, was haben wir da? Nur eine Radioaktivität, Richtung. Was ist Radioaktivität? Ich denke nicht groß kompliziert mit Berechnungen und so weiter, sondern Radioaktivität ist für mich nur ein Elektronenraub. Es raubt mir Elektronen. Wenn ich einen Atomkern, eine Geldwirtschaftsmacht spalte, eine Firma spalte, dann entstehen zwei Firmen, die beide Arbeiter brauchen. Arbeiter, finde ich, sind Elektronen, kann ich gleichsetzen. Und der Atomkern ist die Geldwirtschaftsmacht. Ihr versteht, was ich meine. Und drum, wirklich, wir dürfen alle zusammenwirken. Eine Einheit und dann Pass. Dann sind wir alle getragen. Ja, auch und jeder mit seinem Talent und seiner Berufung. Das wird alles momentan gerade in einer sehr großen Entwicklung sein. Ich bin da mal gespannt, was bei rauskommt. Du kannst ja meine Homepage dann auch mit angeben. Ja, das kannst du gerne mal sagen. Und ja. Ich danke dir. Danke dir, Dieter. Und gerne bis auf Weiteres. Oh Mann, da kommt man auf ganz neue Gedanken beim Basteln. Dieter ist jetzt auf dem Weg nach Prag und ich habe jetzt einfach mal zwei Batterien, zwei AA Nickel-Metall-Hydrid Akkus in Reihe geschalten und habe als Verbindung, was denn, gefällt dir das da drauf oder was? Hä? Als Verbindung solche Magnete genommen und ja, probiert mal ein bisschen rum, aber die Konstellation hier, ne, dass man die Magneten andersrum draufsetzt als der Pol, also wenn hier Nordpol rauskommt, wird es mit Südpol draufgesetzt, vorne ein Magnet, in der Mitte ein Magnet und hinten ein Magnet, drei Magnete, Minus ist an Erde, ne, wenn die Heizung jetzt wirklich Erde sein sollte, und der Plus hängt einfach als Antenne hier rum. Ja, und ich habe vorher wirklich lang probiert, hin und her, da war es immer bei 2,172 gewesen. Dieser Wert, erst bei dieser Anordnung, ne, praktisch die Magneten entgegengesetzt zu dem Pol, der elektronisch hier rauskommt, ne, den magnetischen Pol entgegengesetzt. Jetzt steigt's, wenn wir es mal so sagen. Ja, wenn jetzt hier das Ding richtig dran ist. Die Messspitzen.
Ja, es ist minimal. Ne? Jetzt geht es aber schon weiter auf 5 hoch. Aber im Verhältnis zu dem, wie lange ich ja vorher gewartet habe und sich da gar nichts getan hat, also es tut sich auf alle Fälle was im Verhältnis zu vorher. Ja, also im Verhältnis zu, wo ich die Magneten andersrum dran hatte. Ne? Da war die Konstellation genauso mit der Erde und der Antenne. Da waren die Magneten alle andersrum. So, jetzt kommt da langsam Licht ins Dunkel und man muss nicht mal ganz so sehr die Nadel im Heuhaufen suchen. Dieter, tausend Dank. Der nächste Tag, ich habe das jetzt über Nacht dran gelassen und mal schauen, wo die Voltzahl ist. Was mich jetzt schon verwundert ist, habt ihr das gerade hier leuchten sehen? Na? Aha. Hier. Was ist denn hier los? Komisch. Eigentlich wollte ich euch zeigen, dass erst wenn man mit einer Messspitze rangeht, dass dieses Teil hier anfängt mit Leuchten. Und das tut es normalerweise nur, wenn irgendeine Frequenz mit im Spiel ist. Wenn ich eine stinknormale Batterie nehme, das ist ja sogar eine 12 Volt Batterie, und hier an irgendeinen Pol rangehe, da tut sich nämlich gar nichts. Das macht erst was, wenn irgendeine Frequenz mit im Spiel ist. Ist hier die Frequenz? Hier an der Erde ist die Frequenz definitiv. Ja. Also hier auf der, das ist wahrscheinlich der Verursacher. Wenn ich jetzt rangehe, ist nichts mehr. Also definitiv ist hier auf der Erde ein bisschen was an Frequenz unterwegs. Aber uns interessiert ja, wie viel Volt die Batterien haben, wenn sie so dran gelassen worden sind. Und heute sind wir bei 2,216 Volt. Also es hat sich doch schon ein bisschen was getan. Dabei ist mir der Versuch vom Action for Free in Sinn gekommen, der das mit einem Akku und einer Erde und einer Antenne einfach probierte. Ich weiß gar nicht, ob er auch Magneten genommen hat zum Befestigen seiner Antenne und seiner Erde. Ja, liegt es jetzt nur an Antenne und Erde oder haben die Magneten doch eine Bewandtnis? Na, aber ich habe ja gestern Abend rumprobiert und mit der anderen Konstellation, wo ich die Magneten andersrum drauf getan habe, hat es ewig gedauert, ehe sich hier was getan hat. Ne, das geht vielleicht auch, ne, wenn man ganz viel Zeit hat, aber diese Anordnung, so wie ich es vorhin erklärt habe, geht schneller. Mit dem Wissen jetzt, weiß ich jetzt, dass so gebaute Zombiezellenpacks extrem scheiße sind. Ne, hier oben sind die Pole, die komplett unterschiedlich sind. Mal rechts rum, mal links rum, die Kräfte wirken gegeneinander, alles hebt sich auf. Ja, voll ineffektiv und gefährlich höchstwahrscheinlich obendrein. Wo ist denn mein hochgegangener Akkupack? Hier drüben ist er. Ja, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe mit dem hochgegangenen Akkupack, kam der liebe Darius an, der mit dem Jörg Hempel eine Zeit lang zusammengearbeitet hat und da in Geschäftsgeheimnisse reingucken durfte, für die er natürlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste. Also durfte er mir nicht sagen, er hat aber trotzdem gemeint zu mir nach dem Video, Herr Thorsten, hättest du deinen Akku mal richtig verschalten. Dann habe ich gesagt, ja, oder hat mir besser gesagt, gedacht, ja, ja, du Arsch, du weißt ganz genau, wie es besser geht, darfst mir nur nicht sagen. Ach, das sind immer solche Sachen, aber dann habe ich mir wieder gedacht, na Mensch, so ein Arsch ist der Darius jetzt auch nicht, ne? Also, wenn ich es wirklich will, komme ich da schon dahinter mit den Infos, die ich da so bisher habe. Ja, und dann habe ich einfach mal Patent und Jörg Hempel, ne, das ist nämlich derjenige, der ein Patent auf eine gewisse Verschaltung von Akkus 2006 gemacht hat, im Internet eingegeben. Und siehe da, das dritte Ergebnis von Google Patente hat mir ein Patent über die Verschaltung von einem Batteriepack gezeigt. Und ja, nachdem ich nach dem ersten Blick da noch gar nicht so viel kapierte,
ist mir das jetzt so richtig klar, warum der Jörg das so gemacht hat, warum er dadurch extrem krasse Testergebnisse hat und ja, ist wahrscheinlich in Zukunft alle Akkus nach dem Prinzip gebaut werden müssen. Ne, ich meine, wer da irgendwie mal eine Spur verfolgt, ne, das ist ein logischer nächster Schritt. Jörg, Patente da drauf, naja gut, okay. Wird schon alles gut gehen, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich einen 150 Volt Akkupack so hinbekomme, wie der Jörg ihn in Reihe geschalten hat. Naja, da hat die ganzen Akkus einfach nur hintereinander, ne, da ist kein Akku von einer anderen Voltzahlzelle daneben geklappt sozusagen, sondern alle hintereinander, dass der Torcado da richtig ohne Widerstand schön durchwuseln kann. Und diese Variante ist mir jetzt in den Sinn gekommen, wie ich es schaffe, trotzdem Zombiezellen-Packs zu bauen, die dann aber ja, etwas besser funktionieren als diese alte verschachtelte Variante. Das sind jetzt alle in Reihe, 100 Zellen in Reihe, wie so ein Schlauch und dann als Spirale hochzugelegt, ein bisschen konisch gemacht, damit man sie übereinander stapeln kann. Und am Output könnte man dann jeweils eine Diode reinmachen und die alle parallel schalten. Und ja, am Input separat laden. Wäre eine Möglichkeit. Ne? Ich teste mal ein bisschen, aber dabei habe ich jetzt ein sehr gutes Gefühl. Und viel schicker sieht es auch aus als vorher, finde ich, oder?